Sag Bescheid. Jetzt. Ja, also ihr habt gehört, ich möchte etwas über Motion in User Interfaces erzählen und warum das Ganze einen Sinn haben kann und nicht nur Spielerei ist. Und man deswegen vielleicht die ein oder andere Minute da rein investieren sollte, auch wenn es immer nur im Zweifelsfall kleine Animationen sind oder sowas. Das kann eine ganze Menge bringen und es kann auch Quatsch sein, klar, aber ich möchte euch erzählen, was es bringen kann, was man für Techniken dafür verwenden kann und so, was so Designprinzipien sind, die man immer wieder aufgreifen kann, verschieden umsetzen kann, und wo die Sinnhaftigkeit dahinter steckt und die Vorteile überhaupt. Davor erzähle ich mal ein bisschen zu mir. Bin ich, Lukas Jardin. Ich bin Grafikdesigner bei der Joomla GmbH. Wir machen eigentlich Joomla, Laravel, PHP-Gedönse. Davon verstehe ich aber, also von PHP und so. Ich bin Designer, das ist mir egal. Machen da ein bisschen viel. Nebenbei bin ich Student und studiere Integrated Design in Köln an der Technischen Hochschule. Integrated Design ist sowas, man macht von allem ein bisschen und guckt, was am Ende rauskommt. Ist eigentlich ganz lustig, macht Spaß. Und jetzt seit neuestem im Joomla 4 Design Team. Und ja, dann fangen wir jetzt mal an, würde ich vorschlagen. Und dazu habe ich euch drei Fragen mitgebracht und das sind typische Fragen, die sich ein Benutzer stellt, besonders wenn er irgendwie ein fremde User Interfaces wahrnimmt. Was ist hier wichtig? Was kann ich als nächstes tun? Wie erreiche ich mein Ziel? Und woher weiß ich überhaupt, dass ich angekommen bin an meinem Ziel? Woher weiß ich, was hier los ist? Und aus diesen drei Fragen, die sich so ziemlich jeder User stellt, wenn er irgendwie was Neues kennenlernt, kommt die Erkenntnis, dass man User führen muss, dass User Interfaces vorhersehbar sein müssen, leicht zu navigieren, damit die User schnell finden, was sie wollen, weil das ist irgendwie der Hauptzweck, vor allem auch im Web. Es gibt so viele Informationen, wenn User nicht schnell finden, was sie wollen, dann springen sie ab, dann geht's weiter, weil warum soll ich mich ewig durch was durchkämpfen, wenn ich es viel schneller haben kann? Genau, und da ist die Frage, was kann Motion Design in UIs bewirken? Das erste, was ich dazu geschrieben habe, ist Benutzererwartungen erfüllen. Das ist besonders wichtig, wenn man sagt, man möchte Rückmeldung haben. User machen irgendwas, tippen irgendwas ein, die geben Rückmeldung und erwarten, dass irgendwas passiert. Besonders, also man kennt das in Apps jetzt vor allen Dingen, also seit Jahren. Umso mehr Apps wir verwenden, umso mehr ist das in den Köpfen der Menschen. Die brauchen ständige Rückmeldung. Egal, was man auf dem Handy macht, irgendwas passiert, sei es eine kleine Checkbox oder irgendwas. Und das ist im Web halt noch nicht so verbreitet. Dann, was ganz wichtig ist, ist Kontinuität in der Benutzung schaffen. Wenn man irgendwie Schaltflächen hat und damit immer dasselbe passiert, dann sind das wiederkehrende Muster. Die verstehen Menschen irgendwann mit der Zeit. Die klicken da dreimal drauf, beim dritten Mal haben sie verstanden, wie es funktioniert. Und wenn sich das durch die App immer wieder, also durch Apps, Websites immer wieder findet, dann sind das halt gelernte Muster. Gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Messenger, also diese Messenger-Benachteiligung bei Facebook. Wenn man eine neue Nachricht hat, ist ja diese kleine rote 1. Und da zeigt es halt auch, dass das sind so ganz kleine Mikro-Interactions, das ist so eine kleine rote 1, ist zwar nicht mal animiert, aber dass so kleine Dinge können schon zeigen, die triggern User. Wenn da keine rote 1 wäre, würde ich nie draufdrücken, würde ich nie sehen, dass ich eine neue Nachricht habe. Und genauso können auch Animationen funktionieren und halt, also halt einfach eine Kontinuität in der Benutzung schaffen und klar machen, wie geht's weiter. Was auch noch wichtig ist, ist, es kann identitätsstiftend wirken. Wenn man sagt, man hat irgendwie so eine Art Corporate Motion Language, die sich allgemein durch einen Unternehmensauftritt zieht, sei es irgendwie ein On-Air-Design bei einer Fernsehproduktion oder sowas. Das kann man auch aufs Web übertragen oder in Apps, weil warum nicht? Die Möglichkeiten sind da, technisch, und warum sollte man es dann nicht machen? Das dritte, was ich bestimmt, ist Geschichten erzählen und aus einzelnen Funktionen Funktionssequenzen machen. Wenn man zum Beispiel hat ein Formular, hat einen Submit-Button am Ende, normal startet dieses, man füllt alles aus, drückt auf Submit, hofft, dass die alle Eingaben irgendwie funktionieren, dass alles so ist wie gewünscht. Und dann gibt es entweder zwei Möglichkeiten, man wird über auf den nächsten Screen einfach weitergeleitet, also ein neuer Screen scheint auf, herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen, oder halt blöd. Das aber auf jeden Fall in irgendeiner Form, selbst wenn es kleine Wartezeiten ist, mit Wartezeiten verbunden. Und wenn man jetzt, kommt noch später in einem Beispiel, man hat einen Submit-Button, drückt drauf und der transformiert sich irgendwie zu so einem Loader. Dann weiß der User, hey, es passiert was und wird nicht einfach überrascht, zack, neue Seite. Sondern so können halt Kontextwechsel viel klarer gemacht werden. Und man kennt das auch, wenn man so, beim Material Design hat man ja ganz oft diese Floating Buttons in der unteren rechten Ecke. Wenn man da drauf drückt, ist ja ganz oft so, dass da neue Buttons draus erscheinen. Das sind zwar dann zwei Klicks, aber es ist trotzdem von der Wahrnehmung her, es ist eine Tätigkeit. Und die macht die User Experience, verbessert die einfach. Also es sind dann also Interaktionssequenzen, die man hat und nicht viele einzelne Interaktionen nacheinander. Und das ist einfach angenehmer. Das letzte, beziehungsweise das vorletzte ist, Beziehungen zwischen Elementen können verständlicher gemacht werden. Kommt auch später noch, aber da kann man halt, stellt sich vor allem die Frage, wie ist auf in irgendeinem Screen welches Element mit welchem anderen Element wie verbunden. Da können halt räumliche Hierarchien geschaffen werden durch
wenn zum Beispiel, wenn Elemente gleichzeitig zusammen animiert werden, dann ist eigentlich schon durch die Animation klar, das ist eine zusammengehörige Gruppe. Wenn man die aber nacheinander erscheinen lässt, dann ist unabhängig von der Gestaltung der Elemente selber schon klar, das sind drei oder sagen wir drei Sektionen oder so. Und das ist quasi einfach eine vorangeschaltete Ebene, die man zusätzlich zu dem eigentlichen Screen Design, dem statischen, einfach verwenden kann. Und die Möglichkeiten sind da, also sollten wir sie nutzen. Genau, das sind so die fünf Hauptvorteile, die Motion Design in User Interfaces bringen kann. Und dazu möchte ich euch später 12 Prinzipien zeigen, die immer wieder, also so die 12 Hauptprinzipien, mit denen man da sehr gut arbeiten kann. Vorher möchte ich euch aber so ein bisschen so von der Architektur von Motion Design was erzählen. Und das ist das, was ich angesprochen hatte, das sind diese Gestaltungsprinzipien. Dann gibt es Stile und Techniken, die sind quasi eine Ebene darunter. Dann gibt es Eigenschaften und dann gibt es Werte. Kann man sich jetzt erstmal verhältnismäßig wenig drunter vorstellen. Dafür habe ich aber ein Beispiel. Zum Beispiel, also es gibt ein Prinzip, das heißt Offset und Delay, so wird es genannt. Da geht es darum, dass, was ich eben erzählt hätte, dass Elemente mit ganz kleinen, also ganz kurz nacheinander folgend animiert werden, aber dadurch schon eine gewisse Unabhängigkeit klar ist. Da gibt es später ein visuelles Beispiel zu, sind noch 3 Folien, glaube ich. Und das wäre dann quasi dieses Prinzip. Wenn man dieses Prinzip irgendwie umsetzen möchte, dann braucht man eine Technik. Wie macht man das? Das könnte zum Beispiel sein, dass man mit Transparenzen arbeitet. Also, dass man sagt, du hast 3 Elemente, das erste wird nach 1 Sekunde eingeblendet, das zweite nach irgendwie 1,2 Sekunden, das dritte nach 1,4. Hat man dieses, und das macht man halt über eine Transparenz. Also, dass dann der Technik wäre dann das versetzte Einblenden von Inhalten. Die Eigenschaft wäre dann tatsächlich einfach der Alpha-Wert. So, also der Transparenzwert und der Wert, muss ich euch nicht erzählen, ist irgendein Wert zwischen 0 und 100. Aber so kann man das halt runterbrechen, dass man für die Umsetzung von einem Gestaltungsprinzip quasi mehrere Möglichkeiten hat, wie macht man es genau. Das sind quasi nur so eine übergeordnete Ebene zu den eigentlichen Umsetzungen, sage ich mal. Und diese 12 Kniffe, die ich euch vorstellen möchte, sind zum einen Easing, Offset und Delay, Parenting, Transformation, Veränderung von textbasierten Werten, das kennt man, wenn man so Sachen aufzählen zum Beispiel, Maskierungen, Überlagerungen, das Klonen von Elementen, der Milchglaseffekt, den kennt jeder, der ein iPhone hat, zu Genüge, da passiert das nämlich andauernd. Parallax-Effekte, die vorgetäuschte Dreidimensionalität auf eigentlich zweidimensionalen Screen-Oberflächen und die Technik Dolly und Zoom, die kennt vielleicht irgendjemand, der was mit Film macht, weil daher rührt die ursprünglich. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ich hoffe, der Beamer schafft das, ist Easing. Ich weiß nicht, ob man den Unterschied so gut erkennt, weil der Beamer ein bisschen manchmal ruckelt. Wahrscheinlich nicht. Aber beim Easing geht es darum, dass es gibt entweder lineare, das ist auf der linken Seite, dass die Bewegung komplett linear ist. Also von Punkt A nach B geht es immer mit derselben Geschwindigkeit, nichts passiert. Und bei Easing ist es halt so, dass langsam gestartet wird und langsam aufgehört wird. Das ist eine natürlichere Bewegung einfach. Und für viele, viele, viele Techniken ist Easing einfach die Grundlage. Das sollte man machen. Einfach auf den ganz einfachen Grund, dass die Animationen wesentlich natürlicher wirken. Also das ist einfach, also das kennt man, also es ist darin behaftet, man kennt es ja von der Schwerkraft. Wenn man irgendwas fallen lässt, dann wirkt es zumindest am Anfang langsamer, fällt es schneller wird. Ich glaube, das ist auch so. Die Physiker unter uns dürfen mich sonst berichtigen. Ich würde immer gleich beschleunigen, aber ja, das passt schon. Ich liebe Physik, deswegen habe ich es abgewählt. Das Wichtige darin ist aber dadurch, dass die einfach, also keine Ahnung, ist glaube ich nicht nur mein subjektives Empfinden, dass so Easing-Funktionen ein bisschen oder Animationen, die geeased sind, angenehmer, also natürlicher wahrgenommen werden. Dadurch, dass sie natürlicher wahrgenommen werden, fordern sie gleichzeitig von uns viel weniger Aufmerksamkeit als so eine Lineare. So eine Lineare nehmen wir immer als störend wahr und das ist so ein Ablenkungsfaktor. Durch Easing kann man diese Ablenkung aber sehr gering halten, das Ganze gleichzeitig runder machen. Und das Schöne ist, wenn man weniger abgelenkt von irgendwelchen sinnlosen bzw. sinnhaften Animationen ist, dann ist mehr Zeit für den Content, den man ja eigentlich irgendwie konsumieren möchte. Weswegen ich so eine Easing-Geschichte eigentlich allen empfehlen würde, die irgendwas mit Animationen machen. Wichtig dabei ist, dass man dabei nicht zu langsam sein sollte mit dem Easing und nicht zu schnell, sonst wirkt es wieder, entweder wartet man dann x Jahre, bis irgendwas passiert und denkt sich, ja moi, ihr könnt jetzt auch schneller klicken. Und wenn es zu schnell ist, dann verliert es zum ersten irgendwie seine Sinnhaftigkeit, weil es überhaupt nicht mehr so wahrnimmt. Und es wirkt dann auch wieder total unnatürlich und stört noch mehr als eine lineare Funktion. Deswegen auch, das kommt später noch, nicht immer dieses Standard-Easing. Es gibt so Standard-Easing-Funktionen im CSS, die gibt es in After Effects. Je nachdem, was man da macht, kann es durchaus sinnvoll sein, das nachzujustieren, weil die sind halt Standard, die sind nicht auf den jeweiligen Use Case abgestimmt.
deswegen die Chancen nutzen. Es gibt da so ganz nützliche Tutorials und Tools und dann ist das eigentlich auch gar nicht schwer, weil man nur so Ankerpunkte von A nach B zieht, zum Sinne After Effects. Genau, wenn es Fragen gibt, einfach immer schreien oder am Ende schreien. Das nächste, davon hatten wir eben gesprochen, das ist dieses Offset und Delay als Prinzip. Das sieht man da oben jetzt, die tauchen nämlich ganz kurz nacheinander auf. Hat man gesehen, glaube ich. Und das ist halt sehr gut geeignet, um irgendwie Hierarchien und Beziehungen zwischen Elementen darzustellen und halt zu zeigen, dass diese entweder getrennt voneinander funktionieren oder halt zusammenhängende Gruppen sind. Und da reicht es auch, wenn das jetzt hier so ein ganz kleines bisschen ist, unabhängig davon, was da jetzt auf den Icons wäre. Man würde, wenn man die Animation ohne Icons sieht, würde man denken, hey, das sind drei Elemente. Und das ist schon einfach wichtig, weil das ist manchmal ganz unterbewusst, das geht schnell, aber es bringt, wenn es auch nur ein kleiner Usability-Faktor ist, es bringt einen Vorteil. Und es ist ja technisch kein Akt, das umzusetzen. Es ist ja machbar. Und genau, deswegen sage ich, sollten wir dieses Potenzial einfach mal nutzen und machen. Genau, finde ich auch sehr schön. Und da ist auch, da sieht man auch, die Animationen sind sehr schnell. Also es ist wichtig, nicht zu langsam zu werden, weil sonst wird es einfach als störend wahrgenommen. Dann das nächste ist das sogenannte Parenting. Kann ich mal gucken. Sind auch, kennt man wahrscheinlich schon mal von irgendwelchen Formulare gesehen oder wenn man mit irgendwelchen Page-Bildern arbeitet. Da ist halt immer, dass die Animation von einem Objekt direkt mit der Animation von einem anderen Objekt verknüpft ist. Also hier verhält sich der Y-Wert der Animation von dem Smiley in Verbindung zu dem X-Wert von dem Slider. Also das geht miteinander einher. Ist natürlich auch wieder super, wenn man Beziehungen irgendwie miteinander zueinander von Elementen irgendwie verdeutlichen möchte, Zusammenhänge zeigen. Und es schenkt halt einfach eine Menge Orientierung, weil also vor allen Dingen hier ist es sehr praktisch, wenn man sieht ja, was passiert. Wenn man sonst auf der linken Seite also dieses Drag-and-Drop-Modul hin und her schieben würde und danach erst sehen würde mit, was weiß ich, wie viel Verspätung, was da überhaupt passiert, das wird halt nerven im Zweifelsfall. Oder es würde die Fehlerhäufigkeit wäre viel größer, es wäre viel fehleranfälliger. Und deswegen ist das eine gute Möglichkeit, einfach um ein bisschen das Ganze lebendiger zu gestalten und auch einfach nicht nur lebendig, sondern auch sinnvoll. Also es ist weniger fehleranfällig, es ist gut, es bringt Vorteile. Und ihr werdet das merken, mit diesen ganzen Prinzipien ist es ganz oft so, wie ich eben schon geschrieben habe, entweder werden da irgendwie visuelle Hierarchien von Elementen dargestellt, räumliche Beziehungen zueinander hergestellt oder es geht um direktes Feedback, weil das ist so quasi der Hauptfaktor, der viel Usability bringen kann, die drei. Und es geht um die Orientierung von Kontextwechseln, also bei Kontextwechseln, das ist ja diese Ladeanimation zwischen verschiedenen Statusen und Seiten. Dann das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist hoffentlich, ist das Beispiel, was ich eben angesprochen hatte. Man klickt auf den Submit-Button, es dreht sich was, es wird ein Haken. Und das ist halt einfach wesentlich schöner, weil der User sieht, was passiert. Er hat draufgeklickt, er sieht, okay, Maschine arbeitet und nicht Submit und ich warte mal ab und guck, was hier noch heute passieren könnte. Abgesehen davon ist dieser Statuswechsel zwischen beispielsweise ich melde mich an und ich bin angemeldet, der ist auf einem Screen passiert. Also der Kontextwechsel ist viel, viel geringer und für den Nutzer viel besser nachvollziehbar. Vor allen Dingen in so einer. Ein PC ist ja an sich was Abstraktes, also dieses System, was ist ja an sich für die meisten was relativ Abstraktes. Und dann ist es wichtig, dass die zumindest diese Prozesse, die oberflächlich sind, gut verstehen können und nachvollziehen können. Einfach damit sie damit auch sich besser identifizieren können, sage ich mal. Und so weiß der Nutzer halt zu jeder Zeit, hey, was passiert, was macht die Maschine, da weiß ich Bescheid. Und was ein anderer guter Grund von so Transformationsgeschichten ist, die können ja relativ, ich sag mal, aufwendig werden und aufgepustet werden. Und das ist halt auch ziemlich super, um einfach Zeit zu schinden. Wenn man sagt, man hat irgendwie ein bisschen Performance-Probleme oder die Seite lädt halt einfach ein paar Sekunden, wenn sich das Ding da dreht, dann, oder man kann die auch weiter ausbauen, keine Ahnung, irgendwelche Dinger fliegen noch rum, ist zwar an sich ein bisschen übertrieben, aber die Animation schafft Ablenkung. So, das ist ungewohnt für das Auge des Nutzers. Und dadurch wirkt wird die Wartezeit subjektiv einfach als kürzer wahrgenommen und als kürzer empfunden, wie wenn man da einfach vor einem weißen Screen sitzt und denkt, ah ja, ich schau mal, ich gehe mir mal einen Kaffee holen. Das Schöne ist, man muss es nicht immer so aufpusten, sondern man kann auch kleine Animationen nehmen, weil wir sind so evolutionär auf Bewegung getrimmt von den Augen her, dass wir auch ganz kleine Bewegungen wahrnehmen. Das ist halt einfach evolutionär ganz praktisch. Deswegen auch so ein kleines Ding würde schon absolut reichen. Weiterer Vorteil habe ich schon erzählt, dadurch, dass die Ladezeiten als kürzer wahrgenommen werden, ist auch die Absprungrate eventuell ein bisschen geringer. Also man kann dadurch auch tatsächlich im Endeffekt Geld verdienen, sage ich mal. Und das, was man da am Anfang an Zeit investiert hat, was ja im Endeffekt auch Geld ist, wieder reinholen.
Dann das nächste Principle sollte allen schon mal unter die Nase gekommen sein. Das halt, das kennt man von so Slidern, ist diese direkte Veränderung von textbasierten Werten. Das kennt man auch irgendwie, wenn man über eine Seite scrollt und dann irgendwie kommen, keine Ahnung, 400 abgeschlossene Projekte oder sowas. Das hochzählt. Das ist nur das Recht eigentlich interessant. Ist halt super, weil es gibt direktes Feedback und wirkt wesentlich dynamischer als statische Anzeigen. Wenn man sowas hat, das ist ja kein statischer Wert, der ist ja eben dynamisch, der kann verändert werden. Also warum sollte man ihn nicht auch dynamisch darstellen? Also das ist ja einfach, das ist nochmal eine Ebene drüber. Dann ist ganz wichtig, dass dadurch die Zahlen, die man hat, die werden in den Kontext gesetzt. Wenn die so, zum Beispiel, wenn man von diesen abgeschlossenen Projekten ausgeht, ist ja nicht so, dass man von HTS-0-Projekte fetcht und dann 400, sondern das war ja ein Prozess. Und dieser Prozess, der wird dadurch, dass man quasi hochzählt bis, was weiß ich, wie viele Projekte, wird einfach nachvollziehbar und die Geschichte dahinter wird erzählt, sage ich mal. Das klingt alles so ein bisschen fancy, sage ich mal, aber es ist im Endeffekt, ist es nachvollziehbar für, also es ist nachvollziehbarer für den User am Ende. Und Story, ja. Wie fühlt man denn die Terze von oben? Schaum. Das ist der Schaum. Das ist der Schaum. Das ist der Schaum. Steht doch. Okay. Wobei ich das dann ein bisschen ekelhaft finde mit 30% Schaum, aber jedem dasselbe. Okay. Genau. Und wichtig ist halt, durch diese direkte Rückmeldung wird auch wieder Orientierung gegeben. Die Fehleranfälligkeit von irgendwelchen Interfaces wird geringer. Es ist einfach präziser, also wenn man so ein, wenn man da direkt die Rückmeldung hat. Und ja, das ist dann so, also Buzzword wäre da irgendwie Storytelling, wenn man sagt, man möchte Geschichten erzählen von Produkten, kann man das über sowas super machen oder von seiner eigenen Expertise. Das nächste, worüber ich sprechen möchte, sind Maskierungen. Das kennt man auch, ist ein bisschen aufwendiger im Zweifelsfall. Aber bietet sich halt super an, um eben flüssige Übergänge zwischen zwei verschiedenen Seiten. Man hat da einfach mal Play-Ansicht und dann die Lieder-Aussicht oder die Albumübersicht. Und das ist halt super smooth, sage ich mal. Das ist einfach ein Klick, fertig. Man denkt, man wäre im selben Screen, aber es hat sich an, der Kontext hat sich ja verändert, aber man nimmt es überhaupt nicht so wahr. Und nimmt dadurch aber auch gleichzeitig viel deutlicher wahr, also wie der Kontext, also wohin ich gewechselt bin. Das wird so viel klarer, wie wenn man jetzt irgendwie da draufklicken würde, es geht ein neues Fenster auf, man denkt sich, hey, wo kommt das her mit dem Album? Also diese räumliche Verbindung, die wir ja aus dem Alltag kennen. Wir leben ja in einer dreidimensionalen Welt. Ja? Ich verstehe nicht. Wo ist jetzt die Maske? Was passiert Also mit Maskierung nennt man, du hast, das ist ja quasi ein Bild, was da hinterlegt ist. Das von den, das geht dann das ist erst auf, also Maskierung nennt man quasi so, du schneidest Sachen aus einem Bild aus. Und hier ist ja eine runde Ausschneidung mit dem Play-Button in der Mitte, beziehungsweise dem Stopp. Und der wird dann zu so einem Rechteck maskiert. Ich glaube, man muss verstehen, dass es auch früher mal Platten und CDs gegeben hat. Ja, aber ich glaube, das kriegen die Ich meisten ja noch glaube, hin. das lässt Wobei das gerade für mich auch ein Beispiel dafür ist, dass das nicht immer vorteilhaft ist. Ich empfinde es zum Beispiel bei Spotify als komplett nervig auf Mobilgeräten, dass wenn ich einen Titel starte, dieser Titel im Vollbild dargestellt wird und ich erst wieder eine weitere Interaktion machen muss, um wieder in die Liste zurückzukommen. Das kann auch negativ sein. Selbstverständlich. Also Motion muss nicht immer gut sein, Motion kann aber auf jeden Fall an vielen Stellen gut sein. Kommt auch nachher noch ein Negativbeispiel, wo ich mir auch gedacht habe, was ist da in deinen Kopf gekommen, als du das gemacht hast. Aber das kann er mir in Frieden erklären, das ist okay. Wichtig ist aber auch, dass dadurch so Kontextwechsel sehr gut dargestellt werden können, von aktuell, also nee, da ist es quasi der Inhalt, der sich gerade dreht, ist das Lied, was abgespielt wird. Das ist quasi der Hauptinhalt, sage ich mal. Und durch einen Klick darauf, wenn man dann zu der, weiß nicht, Playlist, Albumübersicht, was auch immer kommt, ist es ja nur noch ein Schmuckbild. Also es ist ein Statuswechsel vom Element selber. Es wird von Inhalt zu Schmuck, zu dekorativem Inhalt. Und das lässt sich halt auch über Masken einfach ganz gut darstellen. Und dazu, wenn es dazu Fragen gibt, fragt einfach. Aber es ist halt auch eigentlich ganz geil, weil man damit halt auch auf größeren Screens super geile Übergänge hinkriegen kann. Eben wenn man hat ja oft Bildmaterial und das ist ja, das kann man ja super gut aufziehen. Einfach Übergänge. Man arbeitet ja oft mit Bildern, auch im Web. Und deswegen bietet sich so Maskierung auf jeden Fall super gut an. Sieht man jetzt auch immer häufiger, wenn man irgendwie auf Awards oder so, das ist so Awards mit 3W, ist eine Seite, wo halt immer so also ausgezeichnete Webseiten dargestellt werden und vorgestellt werden. Da sieht man das auch immer häufiger, dass immer mehr mit so Masken-Transitions gearbeitet wird. Und es wirkt halt einfach runder, vor allen Dingen, weil man kennt es ja inzwischen fast nicht mehr an. Das ist ja eigentlich fast alles so ein rundes Interface, sage ich mal. Die nächste Technik ist das Overlay. Ganz einfach, verbergen sich einfach
Elemente, Bedienelemente hinter einem anderen Element. Ist insofern kritisch, als dass man erstmal lernen muss, dass diese Elemente da sind. Das ist schon richtig. Für den ungeübten Nutzer, der denkt halt, wo muss ich hier hinklicken, weil er sieht es nicht. Das ist klar. Deswegen muss man da schauen, wie man den Nutzer überhaupt dazu kriegt. Wenn man die Technik aber dann gut umsetzen kann, dann ist es super, um so räumliche Hierarchien darzustellen. Allein dadurch, dass sich die zwei Inhalte hinter dem verbergen, ist auch klar, dass die in einer Beziehung zueinander stehen. Die werden ja erst dadurch freigedeckt, dass ich mit dem anderen Objekt interagiere, wodurch halt also eine räumliche Verbindung, sage ich mal, zwischen den Objekten dargestellt werden kann. Und auch klar ist, hey, das sind Funktionen zweiter Ebene. Das ist halt gut, um Funktionen zu verstecken, die nicht wichtig sind, um die App oder die Website an sich funktionsfähig zu halten, sondern so zu Nebenfunktionen, sage ich mal. Die kann man darüber ganz gut verstecken. Weiterer super Vorteil ist halt, dass man einfach mehr Platz hat, der auf mobilen Endgeräten bekanntlich relativ klein ist. Und halt eben auf das Wesentliche in Fokus gesetzt werden kann. Ganz wichtig ist auch, dass das die so ziemlich die erste Technik ist, wo halt Wert auf räumliche Tiefe gelegt wird. Also es wird ja ein Raum geschaffen, dadurch, dass sich Elemente hinter einem anderen Element verbergen. Und das ist halt, kommt auch später nochmal, besonders im die Interfaces an sich werden ja immer flacher von der Gestaltung. Das Flat Design, Material Design, man hat nicht mehr diesen skeuomorphen Ansatz wie um die 2000er. Und das ist halt wieder, ja irgendwann auf jeden Fall. Ich meine, das hat ja auch was Gutes an sich. Also skeuomorphe Interfaces waren ja nicht umsonst da. Das hat ja seinen Sinn. Ja. Was ist ein skeuomorphes Interface? Ein skeuomorphes Interface ist zum Beispiel, wenn du ein Radio hattest früher auf der App, weißt du, hast du dann hier diese Radio-App auf dem Handy. Ich hatte noch ein richtiges Radio. Ich weiß, aber du hast auch ein Handy. Ja. Bin ich mir sicher. Da hast du ja mal die Radio-App früher bei deinem iPhone 1, ich weiß, dass du das hattest. Du kamst so rein in die Küche, so ja. Und dann hast du ja draufgeklickt und dann war da einfach ein Bild von einem Radio. Ja. Und du konntest diese, oder bei Winamp, kennst du noch Winamp? Ja. Da hast du doch diesen Equalizer so nachgebaut, ja, wo du so Knöpfe drehen konntest. Das ist skeuomorph, weil du ahmst. Realistische Abbildung. Ja, genau, du ahmst die Wirklichkeit nach. Dass das totaler Quatsch ist, dass du mit deiner Maus denkst, so, ist klar, aber das ist skeuomorph. Ich habe jetzt Scroll verstanden. Nee, Scrollmorph ist was anderes. Was scrollt denn da jetzt dann? Das habe ich aber auch verstanden. Nee, Scoimorph. Scoimorph. Es gibt übrigens aktuelle Studien, die belegen, dass solche Interfaces mit Buttons, die 3D sind, sinnvoll. User besser und schneller zu bedienen sind, genau, als das Flat-Design. Genau, also besonders für User, die es halt nicht gewohnt sind. So, also die ewig lang mit Flat Design jeden Tag rumspielen, die kennen es irgendwann. Das ist ja nur erlerntes Verhalten, aber das andere kennen wir halt aus der realen Welt. Und so ist es auch mit räumlicher Orientierung. Ich meine, wir leben in einer dreidimensionalen Welt oder noch mehr, ich habe da keine Ahnung. Physik. Aber deswegen ist uns das bewusst, also wir kennen Sachen, hinter anderen Elementen. Das ist jetzt nichts Neues für uns, das kennen wir aus dem Alltag, weswegen sich das einfach relativ gut adaptieren lässt und man die Chance nutzen kann, das habe ich schon ganz oft gesagt, diese räumlichen Hierarchien halt zu schaffen. Da kommen auch gleich noch mehr Techniken zu. Vorher aber, das Klonen, das kennen wir auf jeden Fall. Das Rechte ist übrigens super geil, da stehe ich voll drauf. Das ist nämlich super, weil das ist Klonen und dieser Start oder der Kontextwechsel, da ist Zucker. Beim Rechten sieht man es ja ganz einfach, geht einfach mal ein Klick drauf und aus dem einen Element klonen sich mehrere Elemente heraus. Da hat man auch wieder direkt diese Beziehung zwischen Objekt X und dem Objekt Y außenrum. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt wurde, dass halt aus einer Interaktion mit einem Bedienelement wird so eine Sequenz. Es stört einen nicht, wenn man erst da draufklickt und dann woanders drauf. Man ist eh mit dem Mauszeiger bzw. mit dem Finger da an der Stelle. Es ist kein Mehraufwand, es ist was anderes, wie wenn du da draufklickst. Menü geht auf, du klickst dann irgendwo anders hin, aber also der Wechsel ist viel geringer und gleichzeitig ist die Relation, die Beziehung zwischen den verschiedenen Elementen viel klarer. Es verschmelzt halt quasi, also die Bedienung an sich verschmelzt in einen großen Bedienzyklus. Der andere Vorteil ist, wenn man da draufklickt und sich daraus irgendwas entwickelt, dann ist man mit der Aufmerksamkeit halt eh schon an der richtigen Stelle, also man muss einfach nirgendwo anders mehr hingucken, man ist da schon. Dadurch, dass dieser erste Button, der ist ja relativ minimiert und
man kann hinter so Buttons halt relativ gut Funktionen verstecken, die man nicht oft braucht. Also es ergibt keinen Sinn, Funktionen, die man bei jedem Klick braucht oder bei jedem Aufrufen der Seite braucht, hinter so einem Button zu verstecken. Weil dann hat man wieder einfach, wo man denkt so, warum klicke ich da jedes Mal drauf? Aber wenn das so Funktionen ist, wo man ab und an mal Gebrauch von machen muss, kann man die halt super darüber verstecken, weil dadurch auch die anderen Elemente auf der Seite viel prominenter dargestellt werden können oder prominenter wirken, einfach dadurch, dass es weniger Elemente sind und das Interface an sich klarer ist. Und jetzt kommen wir zu Apples Lieblingsprinzip, das nutzen die nämlich überall und nirgendwo. Na los. Das ist dieser Milchglaseffekt, den haben die jahrelang schön betrieben. Kennt man auch von Overlays aus dem Web, der wird tatsächlich relativ viel benutzt. Inhalte, die wichtig sind, werden in den Fokus gerückt, der Rest wird ausgeblurrt. Ist halt super, um diese visuelle Hierarchien herzustellen, und auch hier sieht man das mit dem, das ist ja gleichzeitig auch ein Transform, beziehungsweise ein Dolly und Zoom eigentlich sogar. Dieser Kontextwechsel ist überhaupt nicht da. Es wäre was anderes, wenn man draufklickt, muss warten und es geht ein Menü, ploppt einfach auf und erscheint nicht aus dem anderen, aus dem kleinen Ordner heraus. So ist der Kontextwechsel viel klarer und die Menüführung an sich. Die werden halt, wie ich gerade schon gesagt habe, super oft mit anderen Prinzipien, diesen Gestaltungsprinzipien miteinander verbunden. Es muss auch nicht nur ein Milchglaseffekt sein, es gibt auch ganz oft, dass da irgendwie noch ein Farboverlay oder so für genutzt wird. Es geht halt nur darum, dass ein Element immer im Fokus steht quasi. Das ist dieses ganz klare Fokus. Und genau, aber ich glaube, das ist so der weit verbreiteste und am meisten genutzte Effekt, den es schon gibt, also der am meisten genutzt wird. Deswegen ich dazu auch eigentlich gar nicht so viel labern möchte. Stattdessen möchte ich euch was über Parallax, den kennt man auch, aber meistens in einer anderen Anwendung. Also ganz oft ist es, wenn man Parallax-Elemente hat auf Webseiten und so, das ist pure Dekoration, weil das sieht halt an sich, kann das einen schönen Effekt haben, wenn Sachen langsam oder unterschiedlich schnell scrollen. In so einem Interface kann das aber auch einen anderen Sinn haben, weil dadurch, dass Dinge unterschiedlich schnell scrollen, entsteht auch eine räumliche Orientierung. Aber man kennt das ja aus der Natur, Sachen, die weiter weg sind, scheinen sich langsamer zu bewegen als Sachen im Vordergrund. Physik, keine Ahnung. Und genau dasselbe kann man halt in einer Benutzeroberfläche imitieren, wenn man sagt, Sachen, die weiter weg sind und deswegen scheinbar unwichtiger, scrollen langsamer, dafür der Hauptinhalt, der nah an mir dran sein sollte, so visuell gesprochen, scrollt halt viel schneller, und dadurch, das sieht man auch hier, wenn man jetzt scrollt, das Bild oben scrollt langsamer, das unten schneller, und allein dieser kleine Effekt dieser räumlichen Hierarchie, was schneller scrollt, ist näher an mir dran, ist wichtiger, macht Klick im Kopf, das reicht schon. Und es sieht auch dazu noch ganz dekorativ aus, muss man dazu sagen. Und deswegen kann man auch mal überlegen, ob man so Parallax-Effekte nicht nur als dekoratives Element verwenden möchte, sondern auch den Sinn dahinter versucht einzubauen, sag ich mal. Das nächste, das ist die Dreidimensionalität. Das sind drei verschiedene Beispiele. Könnt ihr euch mal angucken. Da gibt es nämlich drei verschiedene von. Das hier ist die sogenannte Origami-Dreidimensionalität. Das halt kennt man von Papier, wenn man es faltet. Das ist ja auch so, es faltet sich einfach auf. Das hier ist die Floating- oder fliegende Dreidimensionalität, weil an sich ist das halt so eine vorgedeutete Dreidimensionalität. Warum fliegen die Dinger da? Das hat an sich gar keinen Sinn. So rein Physik. Und das hier ist die Objekt-Dreidimensionalität, wo die Objekte an sich dreidimensional sind. Also es dreht sich so, was das. Kennt man von, ich glaube, Windows-Phones hatten das früher, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ist halt genau dasselbe. Ja. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt, wir wissen uns räumlich zu orientieren, das ist für uns ein gewohntes Verhalten. Das kennt man ja auch von von diesen Homescreens von Handys. Wenn man nach links und rechts swipet, man weiß, wo seine Sachen sind. Also diese räumliche Orientierung ist total klar. Das ist einem bewusst. Ja, und vor allen Dingen, gerade beim Mittleren wird es klar, aus diesem eigentlich flachen Ding wird auf einmal ein Objekt. Genau. Und das nimmt man als Objekt wahr. Das ist da der entscheidende Punkt. Genau. Es ist nicht nur irgendeine Fläche, sondern es ist ein Objekt. Genau. Deswegen, also Dreidimensionalität kann man super schön mitspielen. Und auch bei der Mitte sieht man, man kann darüber halt auch wieder gut Inhalte verstecken, die irgendwie sekundär sind oder in dem Fall sind sie auch sekundär. Und darüber auch wieder Platz schaffen, Fokus auf das Wesentliche, was in Interfaces, die ja immer mehr Möglichkeiten meistens bieten, also immer mehr geht irgendwie, ist es wichtig, da den Nutzer an die Hand zu nehmen, zu sagen, schön, dass alles geht, aber probier es erstmal damit. Also das ist das Wichtige. Nachher kannst du immer noch gucken. Und dann sind wir auch schon beim letzten. Das ist nämlich der Dolly- und Zoom-Effekt. Kommt ursprünglich aus dem Fernsehbereich, aus dem Filmbereich, das ist Kamerafahrten auf Objekte zu oder von Objekten weg, oder beziehungsweise man geht mit dem Objekt auf die Kamera zu und weg. Das kann man
bei Filmen zwar nachvollziehen, aber in der Animation halt überhaupt nicht. Das sieht meistens gleich aus, wenn es gut gemacht ist. Und bietet sich halt auch wieder super an, um räumliche Hierarchien zu schaffen. Gibt da auch, wie ich schon gesagt habe, mehrere Möglichkeiten. Entweder man zieht das Objekt zur Kamera hin, also vergrößert das Objekt oder verkleinert das Objekt, der Effekt ist derselbe. Und besonders hier kann man so sehen, man hat halt einen kontextinternen Wechsel von Szenen, also von Screens. Man bleibt im selben Kontext Bilder, aber kann halt durch dieses Zoomen da rein, weiß man genau, wo man sich in diesen vielen Bildern befindet. Und kann dadurch quasi gezielter in großen Kontexten arbeiten und sich zurechtfinden. Und beim Linken ist es halt einfach eine nette Spielerei im Endeffekt. Aber wollte ich mal anführen, weil Apple, hatte ich irgendwie Lust drauf. Und es ermöglicht halt auch einfach einen fließenden Übergang von verschiedenen Screens. Und das Ganze wirkt einfach runder, dynamischer und es macht mehr Spaß, es zu benutzen im Endeffekt auch irgendwo, wenn es denn gut gemacht ist. Und das ist halt auch das, was ich euch besonders ans Herz legen möchte. Und das habe ich ein wunderbares Zitat von Charles Eames. The details are not the details, they make the design. Und deswegen sollte man ganz viel Zeit, also wenn man so Animationen macht, da kommt auch später noch, man sollte sehr scharf drüber nachdenken, warum mache ich die? Haben die überhaupt einen Sinn? Ich würde nicht einfach Animationen machen, weil geil, sieht schön aus, führt zu nichts. Ist im Zweifelsfall dann ein überladender Bildschirm. Deswegen immer hinterfragen, das, was ich da mache, hat das einen Sinn? Und wenn man es macht, sollte man es gut machen. Also ist, wie ich schon gesagt habe, mit dem Easing. Im Zweifelsfall investiert man halt mal 2 Stunden seines Lebens darin, Custom Easing für die verschiedenen Elemente auf einer Website oder in einer App zu haben. Das können auch gerne mehr als 2 Stunden sein, das geht nämlich ziemlich schnell. Und deswegen sollte man auch Wert auf sogenannte Micro-Interactions auf jeden Fall noch hin. Also es ist auch, es geht jetzt ein bisschen weg von diesen Prinzipien, aber es ist so ein weiteres Element für Motion Design, User-Interfaces, wo man auf jeden Fall Wert drauf legen sollte. Ich glaube, ihr kennt alle Micro-Interactions, ob ihr wollt oder nicht. Zum Beispiel habe ich mal ein Beispiel mitgebracht. Es ist halt, man gibt was ein, wird direkt verifiziert. Und so, das sind halt kleine Animationen, die das Ganze aber abrunden im Endeffekt und so ein Interface auch menschlicher machen. So, also wir reden ja auch lieber mit Menschen als mit Maschinen. Und wenn dann wir merken, dass Maschinen auf uns menschlicher reagieren und ein direkteres Feedback geben, was wir auch irgendwie aus dem Gespräch im Zweifelsfall kennen, dann macht uns das einfach mehr Freude. Und es kann auch irgendwie das besondere Etwas ausmachen. Also das, was man unterbewusst mitnimmt, wo man aber denkt, hey, das macht Spaß. Da guckt man sich die Animation an und denkt sich, die Animation ist es, wegen der liebe ich die App, sondern es ist einfach dieses Gesamtgefühl dahinter. Betonung liegt aber auf Mikro-Interactions und nicht auf, also wenn so Mikro-Interactions in Makro-Interactions eskalieren, das kann ich nämlich hier zeigen, da habe ich mich nämlich echt gefragt, warum macht man sowas? Das ist halt ein bisschen dieses Durchscrollen durch den Bildschirm. Warum macht man das? Nur um da unten so einen kleinen neuen Beitrag oder New Message-Button zu haben, ist halt totaler Schwachsinn. Das ist so eine Animation, wo ich mir gedacht habe, die macht man, weil Ayor ist ganz schick, hat aber keiner drüber nachgedacht, dass man in der Zeit, wo das Ding da runterfliegt, total, das ist so einnehmend, die Animation, dass man vom Content abgelenkt ist. Und vielleicht wollte man darauf aufmerksam machen, dass das Objekt da ist. Wenn es einfach nur da wäre, würde man suchen, wo kann ich denn eine neue Nachricht eingeben? Ja, aber das kann man ja ein bisschen dezenter machen als mit so einem fliegenden Wassertropfen übers Interface. Das muss ja nicht sein. Ich finde das total störend. Es ist halt total nervig. Da ist halt so eine Mikrointeraktion in so eine Makroanimation komplett ausgeartet. Und deswegen, wir sind ja auf Bewegungen geschult, so rein von der Evolution her. Hey, da bewegt sich das könnte mich töten. Deswegen brauchen wir gar nicht da irgendwie mit einem Baseballschläger aufs Interface hauen, nur um da eine kleine Animation reinzukriegen. Das reichen also kleine, ganz dezente Geschichten und man muss da nicht völlig ausflippen. Vor allen Dingen, weil das, glaube ich, auch so von der Umsetzung her verhältnismäßig aufwendig geworden ist. Aber nun gut, jedem nach seine, wenn er da Spaß dran hatte. Okay. Jetzt habe ich euch aber natürlich ganz viel gezeigt, was irgendwie mit Apps zu tun hat. Das waren ja alles irgendwie Beispiele aus Apps oder mobilen Interfaces. Jetzt ist die Frage, ja, wir machen aber gar nicht so viele Apps, warum sollten wir das überhaupt für Webseiten machen? Antwort dazu ist eigentlich wieder Apps, weil dadurch, dass wir täglich mit irgendwelchen Apps interagieren, welchen auch immer, und die eben dieses Verhalten vorleben, sage ich mal, oder vorgeben, alles wird runder, alles wird animierter, entsteht eine Erwartungshaltung beim Nutzer. Der ist das gewohnt, der möchte nicht mehr auf irgendwelchen Seiten rumsurfen, die ich klicke hier drauf, nächste Seite lädt sich statisch, ich klicke hier drauf, nächste Seite lädt sich statisch.
warum sollte, also ist ja auch klar, dass er es dann irgendwann einfach nicht mehr gewohnt ist und ihm fehlt dann dieses Feedback, er klickt irgendwo drauf und muss erstmal warten, bis was passiert, das kennt er gar nicht mehr. So, das ist, vor 10 Jahren oder so gab es eine Studie dazu, dass Wartezeiten oberhalb, also kürzer als eine Sekunde sind noch okay, ab dann führt es schon zu aversiven Verhalten, also Absprung. Und das wird mit der Zeit nur krasser werden. Und eben Animationen bieten sich halt einfach an, eben habe ich eben schon gesagt, Zeit schinden, Feedback geben, das senkt die Absprungrate. Dann ist das Ganze für normale Webseiten interessant, weil der Performance-Impact immer geringer wird. CSS, Animation, Transitions, sei Dank, geht das alles immer besser. Und was ich auch sehr wichtig finde, es kann halt, es gibt in der Seite immer einen individuellen Faktor. Also die Seite hebt sich durch ihre Animation ab. Dadurch kann ja, wie ich eben schon gesagt habe, so eine Art Corporate Motion Design entstehen. Oder zumindest man sieht eine Bewegung und denkt sich, ah jo, das kenne ich irgendwie von der Seite. Jetzt gibt ist es ja immer mehr so Jimdo, Wix.com oder so, man hat ja irgendwelche Website-Baukasten, die werden mit der Zeit ja nicht schlechter, die werden ja eher besser. Und so ausgefeilte Mikrointeraktionen, gute Animationen in Interfaces, die können halt dieses besondere extra machen, was sich abhebt von diesem Baukastensystem, weil die es einfach nicht so leisten können. Und dann, also das ist, wir müssen uns ja quasi als Webdesigner darauf spezialisieren, Seiten zu machen, die eben nicht der ganz normalen Norm entsprechen, sag ich mal. Wir müssen ja irgendwas Besonderes mal mitliefern. Was sei es in der Usability, sei es in der Gestaltung. Und Animationen bieten sich halt hervorragend einfach dafür an, wenn die gut gemacht sind. Klar, es bringt halt jetzt nichts mit einem Animationsfeuerwerk um sich zu werfen. Darüber kann man nämlich auch gleichzeitig, wenn die Animationen gut gemacht sind, alles flüssig läuft, die Seite trotzdem nicht ein halbes Jahrhundert lädt, kann man darüber auch technische und gestalterische Kompetenz einfach darstellen. Wenn man sagt, ich kann das umsetzen, ist kein Problem. Das schwingt ja auch mit beim Betrachten. Dann, da geht ja auch direkt, ja, okay, die scheinen da schon irgendwie, wenn das nicht alle machen können, sondern also aktuell machen es ja relativ wenig Webseiten. Und wenn man dann eine von den wenigen ist, die es macht, dann ist das ein Alleinstellungsmerkmal auch auf technischer und visueller Ebene. Und das kann auch beim Kunden wirken im Zweifelsfall. Dann ist es ganz einfach, wie anfangs, es ist eine zusätzliche Gestaltungsebene, die einfach on top gesetzt werden kann und gesetzt werden sollte zu der eigentlichen statischen visuellen Gestaltung. Ich sehe da auch, also dadurch, dass die Apps immer mehr davon einbinden, sind wir als Webseitendesigner, was auch immer, sind wir dazu quasi getrieben. Wir müssen das machen, wir müssen da mitgehen. Alles andere bringt nichts. Sonst hat man dann viel zu großen Gap zwischen Apps, Webseiten und die es machen, sind dann halt präferiert bei den Nutzern. Und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, das macht ein bisschen Spaß einfach auch. Auch in der, sei es in der Benutzung, wir haben dazu einen interessanten Talk in Düsseldorf gehört, bei der Beyond Tellerrand, wo einer gesagt hat, es ist wichtig, aktuell kennt man ja, wie man hat Landingpage, großes Headerbild, dann Linkstext, Rechtsbild, Rechtstext, Linksbild, so dieses Übliche, was man x-tausendmal gesehen hat. Es ist wichtig, so ein bisschen Humor, Spaß in eine Seite reinzubringen und kann auch, sei es, wenn man da kleine Animationen nimmt, man kann auch irgendwie auf der Teamseite, sagt man, man geht mit dem Bild, mit dem Mauszeiger über die Bilder von den Benutzern, von den Teammitgliedern, die machen irgendwie lustige Grimassen und ist alles nicht so starr zu halten, sage ich mal, sondern ein bisschen Bewegung reinzubringen, das Ganze menschlicher zu machen. Finde ich sehr wichtig. Dann, was hatten wir schon? Früher war mehr 3D. Das ist halt dieser skeuomorphe Ansatz. Früher war viel mehr dreidimensional gestaltet, obwohl es eigentlich eine zweidimensionale Klickoberfläche war. Wodurch halt diese räumliche Orientierung durch das Flat-Design komplett verloren geht. Das ist ja alles komplett flach. Es gibt keine Schatten, es gibt keine also selten Farbverläufe, die so einen Schatten imitieren sollen. Deswegen kann man das halt gut mit diesen Designprinzipien versuchen abzudecken, die diese räumliche Orientierung vortäuschen. Zum Beispiel dieser 3D-Effekt oder dass man sagt, etwas verbirgt sich hinter etwas anderem. Genau, und können halt so ich sag mal, einen skeuomorphen Touch in das Interface bringen, obwohl es nicht skeuomorph ist. Also ich baue etwas ein, wo ich mir früher extrem viel Mühe gemacht habe, das rauszubauen, baue ich jetzt auf einem Weg wieder ein. Ja, aber auf einem anderen Weg. Das, ja, also klar, an sich, also skeuomorphe Interface, ich habe da auch absolut nichts gegen, aber es ist ja der Trend, dass alles immer flacher wird, beziehungsweise flacher geworden ist, da sind wir ja schon längst angekommen. Und das ist ja auch von Kunden oftmals gewünscht. Also ich glaube, wenn man einem Kunden so eine stockskeuomorphe Seite von 2000 zeigt, der sagt, ja, Kind, mal weg, ich hole den nächsten. Also ich glaube, es ist schwer, dass den Leuten ja, noch zu... Weil alle anderen es so machen. Ganz genau. Aber dann, also ich glaube, es funktioniert nicht, wenn du dann zum Kunden gehst und sagst, alle anderen machen so, ich mache so, ich habe recht. Ich glaube, das wird schwierig. Und deswegen ist es darüber eine Möglichkeit, das so ein bisschen aufzufangen, weil Flat und Material Design, die haben nicht nur Gutes an sich, definitiv nicht von der Usability her. Aber man kann es allerdings versuchen, darüber aufzufangen, so ein bisschen.
Und dazu bieten sich halt diese räumlichen Hierarchien, die man dadurch bilden kann, und auch die Hierarchien zwischen Elementen sehr gut an, weil die diese Ebene dazugeben. Ich weiß Bescheid. Das kriegen wir vielleicht hin. Und dann, das habe ich aber, das große Aber, was man sich immer fragen sollte, wenn man anfängt, irgendwie ein User-Interface zu animieren oder Mikro-Interactions da reinzubringen. Immer fragen, hat die einen Mehrwert? Wenn die nämlich keinen Mehrwert hat oder gar störend ist, warum sollte man die reinmachen? Das ist nicht gut. Da kann man sich halt immer fragen, schenkt sie dem Nutzer Orientierung? Macht sie einen Kontextwechsel deutlicher zwischen Screens? Kann man auch über Zeit schinden, wenn man Performance-Probleme hat zum Beispiel? Das ist halt ablenkend. Oder kann ich darüber die visuelle Sprache oder den visuellen Stil meines Unternehmens quasi auffangen, also so unterstützen, wenn man irgendwie sagt, man ist hier Indoor-Spielplatz XY für irgendein Kinder von 9 bis 14 Jahren, dann kann es auch einfach schön sein, wenn man auf der Seite so kleine verspielte Animationen hat. Also man unterstützt dadurch ja seine Aussage. Es ist ja zielgruppengerecht, sage ich mal. Und keine Ahnung, wenn man als Mutter auf der Suche nach, wo kann ich mit meinem Kind meinen Kindergeburtstag feiern, dann bleibt einem sowas halt in Erinnerung. Das ist was anderes, wie wenn man dann den Mitbewerber hat, der da irgendwie ganz statisch arbeitet. Also man kann die Aussage seines Unternehmens damit unterstützen. Es ist halt einfach eine Gestaltungsebene. Und wenn man so nutzen kann, sollte man so nutzen. Und neben dem Aber gibt es auch, ich habe immer mal gehört, viel hilft viel. Ich sage nein. Was man vermeiden sollte, sind inkonsistente Animationen. Also dass man zum Beispiel auf den einen Übergang so macht, den anderen dann so. Oder man kann sich das vielleicht, wie bei Spotify war es mal so, dass wenn man ganz normal die Play-Ansicht hatte und dann unten rechts konnte man das Album quasi aufrufen. Das kann man so von unten rein. Dann war es eine Zeit lang so, dass das Album erst von unten reingeslidet wurde ins Interface. Dann, wenn man es geschlossen hat, wurde es einfach ausgeblurrt. Das ist halt in dem Sinne sinnlos, als dass du erst dieses Sliden eine räumliche Wahrnehmung schaffst. Also sagst, das kommt von unten und steht jetzt da und dann klicke ich drauf, dann ist es weg. So, das ist halt einfach inkonsistent. Dann könnte man besser machen, man klickt drauf und es geht wieder nach unten, weil dann weiß der User, da unten ist das Menü in Anführungsstrichen. It's magic. Klingt zwar ein bisschen komisch, aber deswegen immer schön konsistent arbeiten. Zu langsamer Animation, es gibt wenig, was einen so sehr nervt, wie man irgendwo so ein Hamburger-Icon einklickt und dann kannst du erstmal 2,5 Sekunden warten, bis das Menü da steht, nur damit da Home steht und bist so, danke. Dann zu schnelle Animationen sind scheiße, weil versteht der User einfach nichts, das ist dann so, pff, ist da und so, was ist hier passiert? So, ist halt auch, bringt gar nichts. Dann, das habe ich schon gesagt, sinnlose Animationen, nein, die lenken nur unnötig ab. Wir sind ja im Endeffekt immer auf der Suche nach Content, wenn wir irgendwas benutzen. Also, nicht viel hilft viel, so eher less is more, so dezent Animationen einsetzen, aber da, wo sie sinnvoll sind, sollte man sie einsetzen. Und das habe ich schon gesagt, dieses Standard-Easing vermeiden, weil das an vielen Stellen einfach nicht passt. Da kann man manuell nachjustieren, selbst wenn es Kleinigkeiten sind, die fallen halt auf, weil unser Anspruch sollte es ja sein, dass unsere Interfaces öfter genutzt werden als nur einmal. Beim ersten Mal fällt das vielleicht nicht auf, aber wenn man dann dreimal das selber denkt, man sich so, Kind, das hättest du schöner machen können. Also ist es doch schon sinnvoll, irgendwie ein Minütchen drin zu investieren. Und dann, das ist ein Satz, den habe ich mal aus dem Uni-Projekt mitgenommen, das ist, a hardest thing is to make something which is close to nothing. Und ich finde, das trifft ziemlich gut für diese Animation, weil man muss so viel Animation machen, wie notwendig oder wie sinnig, aber gleichzeitig so wenig, wie notwendig und sinnig. Also das ist sowas, man muss animieren, aber eigentlich nicht. Also ganz blöd. Wie nötig, so wenig wie möglich. Ja, genau, aber ja, weil über so Animationen hat man halt die Möglichkeit, funktionierende, flüssige Interfaces zu gestalten. Man kann auch dekorative Animationen machen, aber das muss dann halt, wie ich schon gesagt habe, wenn du so, keine Ahnung, Indoor-Spiel bist, es muss dann zum Unternehmen passen wieder. Und das kann man auch, wenn man, keine Ahnung, Website für einen Film macht oder so, kann man da auch irgendwie ein bisschen prunkvoller arbeiten. Aber man muss halt immer den Unternehmenskontext dann mit in Bezug ziehen und nicht sagen, ich mache hier mal, weil das ist schön. Genau. Und als Tools, die ich da gerne nutze, sind Principle, kostet 129 € einmalig. Ist, glaube ich, Mac-only. Ihr dürft mich jetzt verprügeln, alle Windows-Inhaber. Ist ein ganz cooles Tool. Kann man so also Animationen ziemlich gut nachbauen und ist auch nicht so technisch wie After Effects, sage ich mal, sondern ist einfach also relativ intuitiv. Ich persönlich bin auch ein großer Freund von After Effects. Wenn man sich da einmal reingefuchst hat, ist das Programm an sich relativ verständlich. Ich weiß nicht, ob die meisten InVision kennen, aber das ist halt super geil für so Prototyping-Geschichten, wenn man sagt,
ich habe die Seite, klick da auf den Button, dann kommt das dahin. Man kann am Ende so einen fertigen Prototype quasi exportieren und auch im Zweifelsfall dem Kunden zuschicken und sagen, so könnte deine App mal aussehen, Liebchen. Genau, sonst CSS-Animation auf technischer Basis, CSS-Transitions, JavaScript. Da sind aber wahrscheinlich die richtigen technischen Freaks unter euch wesentlich besser aufgestellt als ich. Ich weiß nur, wie es funktionieren könnte. Und wenn ich da mal was mache, nutze ich als Bibliotheken, wenn man mal irgendwie ganz schnell was machen möchte, wie gesagt, eigentlich immer Custom ist geil, aber wenn man mal schnell was machen möchte, kann man Animate CSS nehmen, Bounce.js, Magic Animations, Hover CSS. Die oberen drei sind einfach CSS-Files, die man einbinden kann und dann die entsprechenden Elemente mit den Klassen belegen. Der Rest ist dann Magic, passiert. Genau, und jetzt müsste meine Zeit, glaube ich, auch ziemlich gut abgelaufen sein. Ja, Timing. Deswegen sage ich allerliebsten Dank. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Wenn nicht, geht essen. Und ja, wir sehen uns. Macht's gut.